Willkommen hier wieder zurück zu Dragon Crest Treasures. Und was hast du? Hallo, ich bin Tramond, der neueste Rekrut in Prinzessin Anemones Prätorianergarde. Ihre Hoheit hat mich mit der wichtigen Aufgabe betraut, dieses Gebiet auszukundschaften. Aber die Sache könnte wirklich besser laufen. Ich soll irgendwelche Steinmonumente finden, aber es kommt mir alles so... Es kommt mir vor, als liefe ich nur im Kreis. Hätte ich doch nicht nur so einen schlechten Orientierungssinn. Aber du scheinst wie aus einer erfahrenen... Du siehst aus wie ein erfahrener Kundschafter. Vielleicht könntest du mir zur Hand gehen. Wenn du mir hilfst, ist ein Geschenk für dich drin. Ein höchst ungewöhnlicher Schlüssel, den ich gefunden habe. Also, bist du einverstanden? Okay. Wirklich? Dann bin ich gerettet. Ich muss 3 Steinmonumente ausfindig machen. Könntest du noch ihren Ausschau halten? 2 davon stehen auf dieser Insel. 1 in den stürmischen Sanden und das andere in der Schädelhöhle. Darüber hinaus gibt es noch eines am Gluteus-Gletscher auf dem Winterteil. Finde die 3 Monumente. Lies die Inschriften, mit denen sie versehen sind und sag mir dann Bescheid. Wenn du das erledigt hast, wartet eine Belohnung auf dich. Okay. Also, nicht wirklich was Besonderes. Wir sind hier immer noch auf dem Hitzegrad und versuche hier eigentlich irgendwie was herauszufinden, wo hier noch ein Schatz sein könnte. Und hier ist irgendwo noch ein Schatz. Okay, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Es ist hier gerade zu viele Möglichkeiten. Irgendwo nach unten. Das heißt, es könnte also irgendwo hier sein. Da ist er. Okay. Den haben wir. Yes. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch ganz kurz hier mal rüberfliegen. Aber wenn ich das jetzt so sehe. Ich habe die Taschen voll. Nehmen wir den Chimärenflügel und gehen zurück zur Basis. Wir brauchen einen Golem. Dann muss ich nochmal dahin laufen und das ist so etwas, wo ich sagen muss, das finde ich so teilweise negativ, weil man halt erst sehr spät das erfährt. Und man halt mehrmals laufen muss. Ah, ist akzeptabel. Na toll, die Brosche habe ich 2-mal bekommen. Super. Da gibt einen kleinen Bonus, okay. Die tägliche Mission, das gibt mir nämlich wieder Chimärenflügel. Komm. So, haben wir das auch. Und à la carte, was muss ich da jetzt? Schmierige Schorle. Muss ich also einmal die schmierige Schorle herstellen. Muss ich gucken, wo ich einen Golem herbekomme. Einfach nur einen Golem. Ein Gletschergolem, einfach einen stinknormalen Golem. In die Kantine gehen. Merci beaucoup. Mehr Infos? Flügelspitzennektar. Wo bekomme ich den her? Wahrscheinlich beim Händler. Handelszentrum. Ernsthaft bekomme ich da nicht? Oh Mann. Ah, ist das... Ah, komm, holen wir uns jetzt mehr alle Sachen. Eine halbe Million hier, die jetzt gerade ganz schön flöten geht. Anything else?
In die Kantine gehen? Nee, das brauche ich jetzt nicht. Einfach nur ein Golem. Bist du einfach nur ein Golem? Das ist einfach nur ein Golem. Ja, den wollen wir holen. Okay. Na, trotzdem kann ich mal ein paar Leute holen. 32er. Ah, Petra ist jetzt nicht so interessant. Kylie wäre interessant, aber... Kylie will... Ragu. Weiß gar nicht, ob ich das Ragu herstellen kann. Gerichte zubereiten. Nö, kann ich glaube ich nicht zubereiten. Nö. Ist super. Hat neue Kugeln. I have in new stock. Zutaten Steine. Ein Stück immer. Irgendwas, wovon ich viele herstellen kann. Beschleunigungskugel, super. Kumpelkugel, naja. Geringen Wuchtschaden. Hohen Hiebschaden. Wuchtschaden. Oh, ich kann das zweimal herstellen. Lohnt sich nicht wirklich. Da kaufe ich die auch eher. Danke. Let's see. Mann. Ja, ich weiß, die habe ich jetzt bekommen, die ganzen Rezepte. Es war doof von mir, alles gleichzeitig zu kaufen. So, ich brauche dafür jetzt also für ihn Gegenstände. Ich habe diesen Gegenstand ja schon. Zweimal. Ich muss gucken, wo ich den her habe. Den da. Winterteile und Schwingmoor. Winterteil. Chimärenflügel bekomme ich da als Belohnung. Achso, als Ziel markieren. Ups. Ja komm, dann gehen wir ins Schwingmoor. Dann kriege ich nochmal einen Chimärenflügel. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und dann erfahren wir auch, wie viele wir als nächstes erledigen müssen. War nicht im Schwingmoor? Ich hätte jetzt echt wetten können, die waren ganz woanders. War okay, gut. Ich habe die jetzt gerade, glaube ich, irgendwie im Startgebiet im Kopf. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt gerade so ein bisschen im Grübeln bin. So, hier runter. Aber ne, hier sind sie ja. Unser Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Wenn du meinst, du kannst uns aufhalten, nur zu, versuche es.
Wenn du 10 unserer Ballons zum Platzen bringst, kriegst du Shatias Schatz versprochen. Moment mal, du hast wohl nicht schon 10 zum Platzen gebracht, oder? Doch, von denen ist nichts mehr über. Was? Ehrlich? Also, ehrlich? Shatias, schau nach, ob bei uns Lügen auftischt. Okay, mal sehen. Schwatter, er sagt die Wahrheit. Er hat 10 Ballons platzen lassen, ohne jeden Zweifel. Ernsthaft? Vielleicht hätten wir die Latte höher legen sollen. Trotzdem müssen wir unseren Versprechen halten. Hier. Schatten von Shatias. Okay. Mein Schatz ist fort. Wie ein Schatten in der Abenddämmerung. Eigentlich zu niedergeschlagen, Shatias. Das war doch erst der Anfang. Also hör zu, Eric. 10 Ballons waren ein Kinderspiel. Mal sehen, ob du auch 25 zum Platzen bringst. Wenn du das schaffst, geben wir dir noch einen Schatz. Betrachte es als kleinen Anreiz. Okay. Seid ihr auch normale Händler oder nur Kugelhändler? Nahrung, Kugeln, Material. Oh. Okay, die haben also nochmal andere Sachen hier. Okay, das macht es natürlich nochmal ein bisschen interessanter. Schmorbraten. Ne, hier haben sie das nicht. Okay. Also ich könnte jetzt rein theoretisch zurück und mir das holen. Aber wenn wir doch schon hier sind, dann können wir ja hier auch mal schauen. Gebe dich zum Ort, den die Karte zeigt. Ein Schafzahnsteak. Ein Monument untersuchen und... Okay. Da ist eine Schatzkammer, da ist das. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Schatzkammer. Oder zum Schatzportal, müsste man ja eher sagen, ne? Weil ich jetzt eigentlich auch Berfeld einlaufen kann. Oder? Ja. Au. Gigant wurde gebändigt. Yay, ich wollte doch ihn Giganten haben. Schön, wir haben auch noch einen Giganten gebändigt. Der kam ja von hinten. Alter, du Sack. Das war gemein von dem, oder? Einfach von hinten. Nee, der Schatz muss also irgendwo hier sein. Oder? In der Richtung? Okay, nee, hier sind wir weg. Das heißt, er ist dann wahrscheinlich hier oben drauf. Oder hier drunter. Ha! Schatz Nummer 1. Wow! What a find! So. Oh, 34, schön. Jetzt muss ich überlegen. Ich kann jetzt da hochgehen. Wie komme ich denn da am besten hoch? Wie komme ich denn da jetzt noch echt da außen lang? Oh Mann. Nee, da. Da vorne. Wuhu.
Kannst nicht im Kampf? Also, mit wem bin ich im Kampf? Oh. Ja. Dann machen wir das Portal noch eben. Meine Güte. Was? Schatz ist Schatz. Jetzt finde ich diese Portale irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte mir einen Dungeon mehr, also eher einen Dungeon gewünscht. Ah. Nein, ich... Okay. Ich wollte eigentlich ausweichen. Na gut, dann sind die halt jetzt mal schnell platt. Ah, alle werden hier gebändigt. Ist trotzdem nicht so mein Ziel gewesen. So. Stichkugeln finde ich gar nicht mal so schlecht. Mir gefallen die. Ebene 3. Aber eine der drei Kisten darf ich öffnen. Hm. Ene, Mene, Miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, Meck. Und du bist weg. Okay, jetzt noch die linken zwei. Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, weg. Und du bist weg. Okay, Mitte. Hemdenrunzer-Medaille. Naja. Ja, eine mächtige Präsenz. Ja, hallo, ich habe doch gedrückt. Was soll das? Ach, wahrscheinlich, weil ich noch in dem anderen Modus war und dann einfach nur gewechselt habe. Kugeln, wechseln wir mal die Kugeln. Okay. Das sind die falschen Kugeln. Ja, die machen nochmal mehr Schaden. Ja, die Schachtelkugeln gefallen mir. Belohnung. Und eine neue Schatzkarte. Super. Entweder eine neue Schatzkarte oder ein Schatz, der dann eine Schatzkarte darstellen soll. Ein Schatz, der eine Schatzkarte darstellen soll. Um einen neuen Schatz zu finden. Mensch. Ein Teufelskreis, sage ich euch. Ein Teufelskreis. X markiert den Punkt. So. Hallo Drakina. Jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Ein Schafzahnsteak. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Kann ich leider nicht kochen, also untersuchen wir das Monument. Also erstmal dem Weg folgen. Okay, komm, jetzt mach den aber Platz hier.
Wo werden wir angegriffen? Da. Ja. Schafft ihr es jetzt? Nein? Okay, dann mache ich das mal eben. Wahrscheinlich da oben, würde ich sagen. Ist ein Portal. Warum kann ich meine Spezialität nicht einsetzen? Close. Ja, schön. Hey, it's close. Muss doch hier irgendwo sein, wenn da das Portal ist. Ah, jetzt darf ich. Hey, it's close. So, wo ist es? Meine Güte. Kann ich es nicht auf Anhieb finden? Wollte ich mich veräppeln? Ich meine das Portal. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge ins Portal. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochot rein. Tschö, tschö.